Moin, Niki Allgäu mit dem Blog Briefe, Briefwechsel mit einem Unsichtbaren. 4.3. Auch wenn dies Wahnsinn ist, so hat er doch Methode. Hamlet. So, jetzt müssen wir hier mal die ganzen Getränke sortieren. Ich hatte gestern Futter vergessen zu holen und habe dann dem Hund aus dem Speiseschrank eine Dose Thunfisch spendiert. Der hatte Öl, ich habe es dann abgegossen, wurde alles weggekloppt. Nachts hat er sich dafür dann bedankt. Als ich spät aufstand, ich war ja erst nach 5 Uhr im Bett, war das gesamte Wohnzimmer komplett mit Durchfall voll. Du darfst dem Hund einfach nichts geben, was er nicht kennt. Der ist so empfindlich auf sowas. Wie gesagt, Paprika, Zwiebeln, Ingwer, Knoblauch, pff, kein Problem, ja. Aber Sachen, die jetzt irgendwie völlig clean sind, wie Thunfisch, Kotz, Kack. Eine Viertelstunde unter Würgen habe ich benötigt, den ganzen Sums wieder aufzuputzen. Und weil er gerade dabei war, ging er noch auf den Teppich und setzte da noch einen nassen Fladendünches drauf. Von mir schreiend verjagt, verzog er sich ins Arbeitszimmer, um da auf dem Teppich noch ein bisschen weiter zu arbeiten. Es war also wirklich drollig. Wenn der Tag so anfängt, das kann nur noch schlimmer werden. Hatte ich auch schon mal als Spruch. Es könnte schlimmer sein. Ja, aber nicht viel. Ja. Weil ich vom Finneberg nichts mehr brauchte und was ich ja auch irgendwie sonst morgen holen könnte, aber auch nicht brauche, sind wir zum Bachtelweiher gegangen. Und das auch, weil die Sonne so niedlich schien. Heute waren die Handschuhe immer noch nass. Das war dann ziemlich fies draußen. Es ist eben trotz Sonne irgendwie immer noch nicht richtig warm. Heute Vormittag hat er es wie aus einem Mann geschüttet. Und obwohl ich den großen Schirm hatte, habe ich es geschafft, mir die Handschuhe komplett zu ersäufen. Und die rechte Seite der Jacke klatschnass zu kriegen. Wie schafft man sowas? Bretter, 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 bretter. Bei Norma gab es wieder keine Eierlikörpralinen. Arme Sau. Und nur ein trübes Päckchen Weinbrandbohnen lag da. Das hätte ich besser dagelassen, denn als ich das öffnete, sah ich, dass die äußerste Reihe total zerquetscht und völlig zertrümmert war. Und das ohne jeden Schaden an der Schachtel. Wie kriegt man sowas hin? Die Schachtel war völlig unbelämmert. Wie kriegt man sowas hin? Als wenn sich einer draufgesetzt hätte, echt so Arschbacke rechts, so Falt. Die Bohnen sind alle klebrig vom ausgelaufenen Zuckerweinbrand und zu spät erst ist mir eingefallen, dass ich die besser mal zurückgegeben hätte. 6 von 24 Bohnen sind total unbrauchbar. Vielleicht kann man die mit der Dessertgabel irgendwie... Hatte ich neulich gerade gesprochen mit jemand. Früher, also damals... In der guten alten Zeit, also in den 80ern, da gab das noch Weinbrandbohnen mit Zuckerkruste. Die waren damals schon hoch im Kurs. Kannst du heute nicht mehr kaufen. Weinbrandbohnen mit Zuckerkruste gibt's nicht mehr. Verstehe ich nicht. Hast du etwas im Leberecht Hühnchen geschmökert? Das ist so ein bezauberndes Buch. Und ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass ich so wurde, wie ich bin. Ich erinnere mich, dass es mal irgendwo lobend angesprochen gewesen war. Und dann habe ich es gekauft. Allerdings hatte ich so ein doofes Paperback ohne Bild auf dem Deckel. Dein Buch ist ja eine Originalausgabe aus der Zeit damals. Richtig dick und Paperback. Nix, sondern ein Hardcover. Mit diesem Papierumschlag, ah, köstlich, köstlich, das macht es ja noch viel schöner. Ja, Kathi Blum ist nach ihrem Ausflug vom Badesee zurück zu mir gekehrt, ob ich das nochmal gemacht hätte? Ich war nicht begeistert von dem Buch.
Ich glaube, ich hätte das einfach laufen lassen und gesagt, okay, hätte sein können, aber nicht sein sollen. Geärgert hat mich das ja rassig. Zumal ich ja noch dachte, und leg das besser mal da nicht hin, das geht bestimmt runter. Dumm wie ein Bagel. Mit dem Blick auf 40 Jahre muss ich mich ganz ernsthaft fragen, warum ist dieses Buch im Deutschunterricht viele Wochen Thema gewesen? Ich habe es jetzt halb durch und passiert ist eigentlich gar nichts. Eine Leiche lag in Katharinas Wohnzimmer und sie sagte, ich war's. Das war aber nur der Ausblick. Das ganze Buch spielt vor der Leiche. Weil Katharina gerade einen kennengelernt hatte, leider wohl etwas kriminelles Gspusi, bayerisch für Liebschaft, die Flucht aus ihrer Mitwohnung ermöglicht hatte. Katharina, 27, ist eine hochgradig uninteressante Person, die sich an Kleinigkeiten aufgeilt und sehr altmodisch und prüde ist. Der hohe Punkt ihres Lebens ist es, wenn es regnet, aber nur wenn es regnet, zum Radio hunderte Kilometer nachts im Auto rumzufahren, weil sie sonst nichts zu tun hat und kein Fernseher besitzt. Da wird gekennzeichnet durch zwei lebensgefährliche Charaktereigenschaften, Treue und Stolz. Der Leser wohnt ihren 10 Verhören bei, die ebenfalls hochgradig uninteressant sind. Flankiert wird das Ganze mit ausufernden Schmutzkampagnen der Zeitung, die, wie ich mich zu erinnern meine, die Bild-Zeitung darstellt. Das, was der Bill damals gemacht hat, ist eine Sozial- und Strukturkritik an dieser Zeitung. Was ist daraus für 14-Jährige zu lernen? Ich bin gespannt, ob ich das noch ermitteln kann. Aus welchem Grund hast du Dietrich Bonhoeffer, dem Rat in die Speichen fallen, für mich ausgesucht? Macht vermutlich Mut, anders zu sein? Quatsch, das war Schulliteratur. Danach habe ich das nie wieder angeguckt, aber du magst ja Biografien. Harry Potter, die fehlenden Videos, da sind sie. Ich wollte mich mal dran machen mit eBay, mal sehen, ob ich einen davon jetzt gucke, aber ein bisschen was kommt wohl irgendwie im Fernsehen. Heute nochmal Disney, Alice hinter den Spiegeln, der zweite Teil, der bessere. Ich glaube, ich werde ihn nochmal angucken. Fantastisch ist der Anfang. Das ist ihr Kampf mit dem Segelschiff im Orkan. Sie lässt alle Segel hochziehen, das Schiff legt sich komplett auf die Seite und umfährt so einen Felsen, an dem es sonst zerschellt wäre. Und im letzten Moment haut sie oben das Focksegel ab und das Schiff stellt sich wieder auf. Fantastisch. Am Samstag machen die auf Sat.1 Gold irgendwie richtig Wind. Miss Marple, Edgar Wollarsch, lauter Klassiker. Du hast noch zwei Filme für mich ausgesucht aus einem bestimmten Grund oder weil ich so auf Magie stehe? Herr der Ringe, da bin ich mir nicht so sicher. Ich habe einen Teil mal im Kino gesehen und die Kriegserinnerungen des Herrn Tolkien, der sie ja in diesen Büchern verarbeitet hat, hauen derbe rein. Es ist ein ziemlich gewaltsames Werk. Wie ist der erste Teil nochmal? Nicht so schlimm, oder? Ich bin sicher, dass ich den auch schon mal gesehen hatte. Und diesen Gollum finde ich entsetzlich. Batsch, das waren nur Beifang für einem guten Angebot. Beifang. Die blauen Becher sind ja zauberhaft. Ich weiß schon, wo ich den benutzen werde. Auf den letzten Seiten, die du gestern bekommen hast, ist das beschrieben. Titanic, da passt der doch genau hin. Die Ohrenschützer, ich war schon draußen mit denen. Die sind so toll, wie ich sie in Erinnerung hatte. Für mich war das immer ein Schatz. Da ich im Juni aus Friesland weg bin, habe ich damals nicht dran gedacht. Gut, das verwundert jetzt auch nicht. Aber schön, sie wieder zu haben. Ich wollte mich auch mal dran machen an eBay. Ein Konto habe ich ja schon eröffnet, aber irgendwie noch nie benutzt. Kann sein, dass du mich da mal unterstützen musst. Muss, ein Scheiß muss ich. Ja, kannst, willst, magst. Mäh. Batsch, nix mäh. Du kannst und sollst mich immer fragen, wenn irgendwo was klemmt. Und mein Jeremy Brad, ich musste fast heulen. Leider ging es mir zu schlecht und ich hatte keine Kraft dafür. Dafür habe ich aber den Schluck aufbekommen. Und der lief wieder weit über eine Stunde. Der ist echt eine Pest.
der ist wie ein Fluch. Und wer das nicht kennt, der kann sich das nicht vorstellen, über eine Stunde Schluckauf zu haben. Ich weiß nicht, warum du das tust. Ich danke dir sehr. Und ich hoffe, du hattest wenigstens an der Korrekturlesung deinen Spaß. War ein echt hartes Stück Arbeit für uns beide. Ich hätte das, wie ich gerade unterwegs bin, nicht allein geschafft. Schön, dass du dich darauf verwendet hast, es zu korrigieren. Der Blog hätte sonst warten müssen, bis ich mich in der Lage gefühlt hätte, ihn zu redigieren. Die 11 Seiten allein haben mir jetzt schon wieder alles abverlangt. Es ist so anstrengend, wenn man sich nicht wohlfühlt und es nicht zu schaffen scheint. Danke. Es wäre einfach nur schade gewesen, wenn so ein schönes Projekt, das du ja begonnen hast, da irgendwie vom Gleis rutscht. Und mein Anteil mit dem Blog ist auch schön, herrlich, kurzweilig und sehr lebendig. Könnte Suchtcharakter kriegen, ne? Wie meine Videos bei einigen Fans. Es ging mir ja sowieso schon nicht gut und das Buch Deutschland dritte Klasse hätte ich wohl nicht lesen sollen. Es steht immer wieder drin, Hartz IV ist abgestürzt, kann in der Gesellschaft nicht mehr teilnehmen, ist ausgeschlossen, tendiert zum Hausarrest, weil er außer Spazierengehen nämlich sich nichts mehr leisten kann. Und wenn er da unten erstmal angekommen ist, kommt er auch zumeist nicht mehr heraus. Na toll. Sie hat ausgeführt, dass immer mehr normale Arbeitsstellen in Vollzeit und Festanstellung abgebaut werden und dass die Billig- und Niedriglöhne immer weiter im Vormarsch sind. Deutschland ist ein Dumping- und Billiglohnland geworden. Ja, das merke ich hier ja gerade deutlich. Es gibt fast keine normalen Jobs mehr. Das HDMI-Kabel ist natürlich genial. Bei mir läuft nämlich immer noch der DVD-Player mit, weil ja da der Kamin drauf ist. Das ist so genial. Da kann ich sogar vom Tresen aus in der Küche den Kamin sehen. Herrlich. Hab bei der Biene vom Praxismanagement vor ein paar Tagen auf dem AB gesprochen. Die hat sich natürlich nie mehr gemeldet. Dass die sich schon an der Scheibe zerklatscht hatte, das war mir ja schon klar.